Warum eigentlich nicht? Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach, komm schon. Sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellung. Brandschatzen, Kielholen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Pah, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. So, da ist der liebe Boso weg. Wir werden ihm mal folgen. Vielleicht kriegen wir dann ja die mysteriösen Worte raus. Ach, der alte. Gondoliero. Ich weiß immer noch nicht ganz, was wir mit dem machen sollen. Zum Dock. Nach Klein-Venedig. Echt? Da geht's nach Klein-Venedig? Ach so, okay. Zum Waffenladen. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Boso. Siehst du behämmert? Gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Also das passende Outfit hat er schon mal. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Boso? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ein schöner Temperament. Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort!
Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Ich hab so das Gefühl, als wenn wir ihm irgendwelche anderen Noten besorgen müssen. Und die Töne klingen ja da auch, wo die Krabben sind. Mal irgendwie... Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt! Ich wiederhole! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt! Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Na super, jetzt ist das Rohr zu, aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Ja. Klein Venedig, Docks Werkstatt. Ach so. Tja, ihm müssen wir jetzt andere Noten besorgen. Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Oh Mann. Oh, eine Zuckerdose. Eine Kerze. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Ist wie Zucker im Tank. Die Meerluft ist wie Zucker im Tank, der Generator fällt häufig aus. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Oh. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. In die Spelunke. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Oh je, oh je. Au! Oh! Aua! Nichts passiert. Und der tote jetzt leise? So, zurück in den Hafen. Ah, okay. Der Generator springt wieder an. Der Zucker ist wohl irgendwie weg. Kann ich ihm das jetzt hier geben? Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Der tote Taubentango. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Va bene, ich werde geben meine Beste. Was ja nicht viel ist. Mal gucken, nach Klein Venedig zurück. Zum Hafenladen, Waffenladen. Kann man ihn nochmal davon überzeugen, dass er... Oh je, ins Haus geht? Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Sicher. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Herr
verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Du fragst mich voll Empörung, woher kommt der Gestank? Ich hab eine Erklärung. Drei tote Tauben liegen hinterm Schrank. Oh, Sole mio. La 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 la. Oh Mann, okay. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Ja, okay, vielleicht probieren wir mal ein anderes Lied aus. Oh. Falsche Richtung. So, in den Hafen. Werden wir uns mal kurz was wünschen gehen. Kommt man hier nicht? Doch, da, so. Jukebox. Was haben wir hier? Paarungsliter, Schrottkram, Schrottlawinen, Tarantela. Das lustige Lümmeltütenlied. Oh mein Gott. Der tote Taubentango, den kennen wir ja schon. Die Schrottlawinen, nehmen wir mal das Ding. Wie süß. So. Jetzt müssen wir wieder Zucker in den Tank packen. So. Ja. Fängt er wieder an zu singen. Psst. Leise. Und jetzt leise? Ja. Hups. Super. Ja, okay. Generator läuft wieder. So, dann nächstes Lied. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Die Schrottlawinen-Tarantella. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Va bene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. So. Bose nochmal ansprechen. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja, sicher. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Wissen wir doch. Du schon wieder? Los, komm rein! Ja. Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon.
wollte 19 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht, was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio, la 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 la. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay.